Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Frostpunk hier auf ZwergTube. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. Es ist mir ein Vergnügen sonderesgleichen, denn wir werden heute mal ein bisschen versuchen, Dinge zu tun. Okay, wir haben eine Expedition, die startet gerade zur Stahlbrücke hier rüber. Hier sind Überlebende, die nähern sich uns. Wir haben 6 freie Arbeitskräfte und zwar Ingenieure. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir haben hier ein Sägewerk stehen. Okay. Haben wir noch irgendwo auf dieser Karte irgendwo Kohle? Außer dieses große Kohlevorkommen. Wir haben nirgendwo mehr Kohle hier. Ohne Bäume, ist klar. Okay. Ja, wir könnten jetzt natürlich im Sägewerk noch ein paar Leute einsetzen. Das ist aber, halte ich aber fast ein bisschen für falsch. Weil wir brauchen dringend Kohle. Das heißt, ich würde gerne mal folgendermaßen gucken. Und zwar unsere Zelte. Patienten. Da werden viele fertig. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, um uns um die Kranken zu kümmern. Das ist ein bisschen dämlich. Wir gucken mal gerade. Der äußere Ring ist nicht versorgt. Wir leisten hier schon ganz schön heftig was. Am Generator. Lass mal ganz kurz gucken. Hier drüben wären kühle Häuser. Bloß wenn wir den jetzt auch noch anschalten, der kann nicht so viel Leistung herbringen. Auch der nicht. Der wird in sich warm, aber das war es dann auch schon. Die Nachbargebäude werden dafür auch nicht besser warm. Der hier, die Sanitätsstation, brauchen wir eigentlich nicht heizen. Die aber schon. Der wird nicht geheizt. Und der hier, den heizen wir jetzt auch mal nicht. Hier wird geheizt. Wenn wir es nicht heizen, passiert hier auch gar nichts. Das kennen wir schon. Okay. Hier draußen, wenn wir es nicht heizen, im Sägewerk passiert auch gar nichts. Okay. So, mal ein bisschen Kohle, Kohle sparen. Jetzt reicht es uns für 20 Stunden. Aktuell erforschen wir den Kohlegenerator. Ermöglicht den Bau von Kohlegeneratoren. Der Kohlegenerator pumpt mit hohem Druck Wasser in die unterirdischen Kohlevorkommen und wäscht den wertvollen Rohstoff an die Oberfläche. Dabei entsteht ein Haufen von 560 Kohle pro Standardarbeitstag. Genug für 2 Sammelstellen. So, gleiches wurde uns ja hier auch schon versprochen, ja, dass hier ein Haufen entsteht. Aber ich habe da noch nie einen Haufen entstehen sehen. Jetzt lass mal ganz kurz in die Übersicht gucken. Wir machen jetzt mal ein bisschen Schadensbegrenzung hier. Speisehaus aus. Effizienz 0. Kann ich mir das mal ganz kurz angucken? Dieses Speisehaus hier ist aus. Es ist zwar kalt, aber es arbeitet hier niemand groß. Wir produzieren hier schon Suppen, aber es wird von 8 bis 18 Uhr wird hier abgearbeitet. Es wäre jetzt, es ist jetzt eine halbe Stunde aus. Okay, alles klar. Habe ich soweit gecheckt. Die Jagdhütten funktionieren auch die. Täglicher Gewinn 20, 40, 60. Das ist zu wenig. Obwohl, wenn man es hochrechnen müsste, es reichen. Also die Essensrationen sollten mehr werden. Gesundheit. 6 Einwohner werden wir heilen, den Rest nicht. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Hier diese Sammel... Also hier haben wir ja das Problem, dass hier Arbeitskräfte rumlaufen und hier diesen Stahl einsammeln. Die setzen wir mal ab, weil die brauchen wir im Prinzip gerade nicht. Die sollen lieber zurückgehen und an zum Beispiel hier arbeiten im Sägewerk. Das wäre ganz recht. Hier ist auch alles soweit klar. Wo arbeiten jetzt noch nicht ausreichend Leute? Hier unten, das passt soweit. Arbeiter ist auch klar. Wir lassen mal die Arbeitskräfte, die jetzt da und die frei sind, lassen wir mal weiterhin frei. Jäger ist klar. Ich hätte gerne mal Folgendes. Die Temperatur. Jäger ist klar. Da, das würde ich gerne mal nochmal nachlesen. Kalte Wohnungen oder Arbeitsplätze lassen Menschen krank werden. Ohne richtige Pflege können sie schwer krank werden und sterben. Die Krankheiten können in Sanitätsstationen behandelt werden. Die Schwerkranken brauchen jedoch ein Krankenhaus. Da haben wir das Problem. Bis du eins gebaut hast, kannst du ihr Leben retten, indem du sie vor 2... Ja, okay, das ist Behandlungsmöglichkeit. Wir werden auf jeden Fall ein Krankenhaus brauchen. Arbeitskräfte ist klar. Wetteränderungen, Speisehaus ist auch klar. Überlastung ist klar, Signal ist klar. Amputierte Frauen, Pflegeheim kennen wir. Erkundung haben wir schon. Wirkungsbereiche.
Das ist der Bereich. Straßen. Lagerkapazität. Okay. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz reinschauen. Und zwar dieses Sammelhaus, hätte ich mal gerne noch mal eine Erklärung dazu. Jagdhütte, Treibhaus, ist auch klar. Generator, Jäger. Wo haben wir diese Sammelhütte? Weil die hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Die soll super sein, laut den Kommentaren. Ich habe das gelesen, meine Lieben. Das soll mega sein, wenn man die baut. Aber eben fehlt mir gerade noch was. Jetzt pass auf. Lassen wir mal ganz kurz gucken. Wirtschaft. Sägewerk, Effizienz 0. Warum? Wir sind sau viele Arbeiter. Muss hier eine Sammelstelle nebenher? Mal gucken. Warte mal ganz kurz. Ich baue hier mal eine Sammelstelle her. Bauen wir nochmal hier eine Sammelstelle auf und gucken mal, was die dann macht. So, vielleicht hilft die uns ja. Wobei, ja, warte mal, abbrechen. Sammelstelle. Ne, die ist hier gar nicht drin. Dann bauen wir sie hierher. Gut, hier ist okay. Und dann lass uns mal Folgendes machen, und zwar macht aus gefrorenen Bäumen verwendbare und produziert bis zu 80 pro Standardarbeitstag. Okay, dann lass mich nochmal ganz kurz hier reingucken. Das Sägewerk haben wir ja schon. Ah, okay, da ist das mit den Sammeldingern noch gar nicht so drin. Rohstoffaufwertung. Nee, also das ist wichtig für uns. Und das braucht 7 Stunden bei einer Forschungsrate von 100. Okay, dann lassen wir das jetzt mal so laufen. Und gucken mal, ob unsere Leute jetzt vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen. Die sollten ja hier eigentlich ziemlich viel aufbauen. Und wir sollten dann die Kranken ein bisschen in den Griff bekommen. Das schaffen wir natürlich in 8 Minuten nicht mehr. So, jetzt warte. Ja, ich weiß, das kriegen wir da einen ordentlichen Malus rein. Kalte Unterkünfte, Heizproblem. Captain. Einige unserer Einwohner sind besorgt wegen der niedrigen Temperaturen in den Unterkünften. Ihr Argument, dass man bei Kälte schneller krank wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Sie bitten sie, das Problem anzugehen. Beheizen wir einige Unterkünfte. Beginne innerhalb von 2 Tagen mit dem Beheizen von 2 kalten Unterkünften und heize sie 2 Tage lang. Wir machen das hier mal und schalten mal ganz kurz, wie viel haben wir? 19 Stunden. Schalten den hier mal an. Das sollte ja eigentlich... Ja, jetzt geht's an. Wunderschön. Okay, und wir müssen das jetzt warm halten. Das bedeutet, unser Problem wird sein, wir werden hier das nur noch 13 Stunden aufrechterhalten können. Und unsere Forschung wird da ein bisschen dran krebsen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Wir haben 3 verfügbar und hier 14. Ich setze jetzt hier mal 5 ein und hier mal niemanden. Wir haben doch bestimmt irgendwie gerade jemanden verloren, ne? Ein Versprechen gebrochen. Schlechtes Essen. Ja, wir haben noch fast nichts mehr. Wir hoffen, dass die Jäger jetzt bald heimkommen. Da sollten wir fast noch mal eine Jagdhütte aufbauen. Oder haben wir mittlerweile schon noch? Nee, wir haben nichts mehr. Wir brauchen noch eine Jagdhütte, glaube ich. Was ist denn hier eigentlich? Habt ihr das gesehen? Ja, das da. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt mal mit den Versprechen ein bisschen zusammenreißen. Das führt gerade ein bisschen in die falsche Richtung. 31 Kranke. Was ist das denn? What? What's this? Einsame Rauchwolken. Batzen. So, was macht ihr hier? Ihr arbeitet natürlich nicht, okay. Das ist okay. Gut, wir haben jetzt noch 34 Kohle. Wir müssen dann uns echt sputen. Wenn das läuft, dann müssen wir uns echt sputen. Können wir... Wir können... Warte mal ganz kurz. Wir haben doch bestimmt ein Gesetz hier. Und zwar Notfallschicht. Ich unterzeichne das mal. Hear me, hear me. New law in the city. Gut, wir forschen schneller, weil sonst kommen wir ja nicht hin. Wir haben noch 2 Stunden übrig. Danach gehen uns das Ding auf. Das ist nicht das Ziel gerade. Warum haben wir denn nur noch für 2 Stunden Saft? Wir haben noch nicht mal einen Overdrive an. Liegt das daran, dass der hier verballert? Ja, wir können das nicht abschalten. Aha, das Spiel macht mich irre. Move! Time to get to work!
Okay, jetzt beginnt eh die Arbeitszeit, aber das macht gerade nichts. Wir müssen uns beeilen. Der Generator wird jetzt gleich ausfallen. Jetzt fährt er raus. Okay, und die Unzufriedenheit geht gerade durch die Decke. Und stopp. Wir haben ihn erforscht. Jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Den Kohleabbau revolutionieren wir jetzt ein bisschen. Und bauen jetzt dringend diesen Kohlegenerator irgendwo auf hier. Wo stört denn der nicht? Hier vielleicht? Muss man den hier ranbauen? Nee. Den kann man irgendwo hinbauen. Ja, pass auf, dann lass uns den doch mal hier hinbauen, weil da haben wir ja ohnehin eine Sammelstelle. Hier wäre bloß Platz noch für Holz. Können wir den hier auch irgendwo unterbringen? Straße. So, dann Kohlegenerator. Lass uns den mal hier so irgendwie hier hinbauen. So, der hier ist wichtig. Das ist verdammt wichtig, das Ding. Dann lass uns das mal bauen. Und dann lass uns hier nochmal eine Sammelstelle daneben setzen. Okay. Gas, Jungs. Helft den Arbeitsunfähigen. Weniger Amputationen. Sir, ein Arzt. Okay, Radio. Ja, alles klar, super. Hast du gut gemacht, Junge. Pass auf. Generator gerade angefangen? Nee, ist aus, ne? Jetzt werden jetzt die Kranken durch die Decke springen. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir das mal so. Und der, da ziehen wir jetzt alle ab. Können wir jetzt hier die, ja, Notfallschicht. Auf geht's. Und hier auch. Einwohner sind außer sich. Wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Okay. Generator ist aus. Der müsste aber jetzt gleich wieder zünden. Was haben wir hier? Akuter Behandlungsbedarf. Gesundheitsprotest. Du hast 3 Tage Zeit, um ein Drittel... Du hast 2 Tage Zeit. Ich eröffne eine Sanitätsstation. Das machen wir halt nochmal. Noch eine. Die bauen wir hier unten hin. Direkt an das Ding vielleicht ran. So, wir müssen den Generator jetzt online bekommen. Der erzeugt hier auch gerade Kohle. 5,6 die Stunde. So. Holzkohlemeiler. 70 Holz. Okay, damit könnten wir Holzkohle verarbeiten. Heizung. Generator Reichweite oder Leistung? Wir machen mal die Leistung. Wie schaut es bei euch jetzt aus? Da können wir keine Notfallschicht, oder? Okay. 28. Wir produzieren aktuell gar keine Kohle. Und hier können wir keine Notfallschicht. Außer Betrieb. Ah, hier entsteht der Kohlehaufen. Yes! Okay, das mögen die natürlich jetzt überhaupt nicht. Ich weiß, der Generator ist aus. Wir kriegen aber jetzt gerade was. Leute erfroren, okay. Und schalte das Ding an. Durch Überarbeitung. Wir müssen Opfer bringen. Ich muss jetzt, das ist jetzt gerade so der Moment, wo hier alles gerade so ein bisschen in Frage steht. Das ist aber jetzt das Wichtigste eigentlich im Prinzip auch aktuell. So, die Sanitätsstation müsste eigentlich auch schon fertig sein. Okay, das Gesundheitswesen. Wir haben ein bisschen Hoffnung dazu gewonnen. Okay. Wir haben hier einen ordentlichen Haufen liegen.
Der sollte ja durch diese Sammelstelle eigentlich abgewirtschaftet werden. Okay. Null am Verhungern, 6 Obdachlose. Alles klar. Dann lass uns mal hier ganz kurz ein Haus bauen. Und zwar Einwohner. Wir haben noch keine verbesserten Häuser, ne? Sollte reichen. Warten, was haben wir hier? Auf einem Messingschild am Brückenturm steht, erbaut von den Einwohnern Winterheims im Jahre 1887 nach Christus. Die Brücke wird von einem funktionierenden Automaton komplett schneefrei gehalten. Okay, erforschen. Brücke nach Winterheim. Noch funktionstüchtig. Wir hielten am Rand einer tiefen, breiten Schlucht an und bestaunten die Stahlbrücke, die darüber hinwegführte. Und ein Automaton, der auf ihr Schnee schippte, um die Route freizuhalten. Wir hatten die Wahl, diesen entweder zurück zu unserer Stadt zu schicken oder die Rohstoffe auseinander... Nein, zur Stadt senden. Ja, der Automaton wird die Stadt erreichen. Sehr geil. Wetterwarte, großer Konvoi. Da lass uns den mal dahin schicken und der kommt nach Hause und die anderen sind schon da. Gut. Oh. Okay, jetzt haben wir 2 Probleme auf einmal. Ich mache mal Pause. Suche nach anderen Städten. Verlassene Brücke. Die Entdeckung der Brücke nach Winterheim hat bewiesen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Aber auch Fragen aufgeworfen. Warum war die Brücke verlassen? Warum stand der Automaton nicht unter der Aufsicht eines Ingenieurs? Es gibt sicherlich für alles eine logische Erklärung, aber die Leute bekommen Angst. Das werden wir in Winterheim herausfinden. Und was habt ihr? Pflegeheim, eine Danksagung. Jemand hat eine Nachricht in der Pflegestation hinterlassen. Dort steht, vielen Dank. Durch die ganze Arbeit fällt es vielen Familien schwer, sich um ihre Amputierten zu kümmern. Einrichtungen wie diese sind der Segen für uns alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Auch das hilft uns ein bisschen weiter. Was uns auch weiterhilft, meine Lieben, ist die nächste Folge. Und dann versuchen wir das ganze Ding hier mal ein bisschen in die Reihe zu bekommen. Wir müssen die Notfallschichten auf jeden Fall aussetzen. Kann ich das abbrechen? Nee, ne? Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.